Abi, einer der kernigsten Fußballer, die ich kennenlernen durfte. Und schaut euch an, wunderbar, wie du daherkommst. Richtig schnieke. Ich mit meiner selbstgestrickten hier fühle mich ein bisschen underdressed, aber macht nichts. Wie geht's Ja, dir? ich habe merksam mein neues Hemd für dich angezogen, wie du siehst. Und In Gelsenkirchen-Erle wahrscheinlich in gekauft. Gelsenkirchen-Erle gekauft, ganz genau. Aber jetzt steht ja demnächst auch die WM vor der Tür. Bist du schon in Form? Bist du vorbereitet? Ach ja, vorbereitet jetzt in dem Sinne noch nicht, weil ich habe jetzt einfach mehr Gedanken hier für Schalke. Die WM, die interessiert mich eigentlich hier noch zur Zeit noch gar nicht. Ich bin mit meinem Verein und ich schwitze mit meinem Verein, weil ich einfach nicht möchte, dass wir absteigen. Also die WM ist mir eigentlich egal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und wenn es natürlich gut laufen sollte für unsere Nationalmannschaft, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Aber zurzeit ist mein Fokus hier einfach nur Schalke 04. Ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen, du warst ja mal, du warst dabei. Ja, 19 Länderspiele, Ja. 1978 in Argentinien, Tor geschossen gegen die Ja. Niederlande. Also du weißt, worum es geht bei einer WM. Ich weiß, aber es ist einfach so, dass man so eine WM, das ist, man weiß ja auch nicht, wie sag ich mal, Argentinier sind und. Man hört ja hier zu wenig. Ich weiß nicht, wie gut die sind und die europäischen Mannschaften, die alle dabei sind, ist okay. Aber jetzt haben unsere natürlich auch nicht so super gespielt, dass wir sagen können, wir wären Weltmeister oder ja, also das glaube ich einfach nicht. Also trotzdem sind wir, die Deutschen, ja eigentlich immer eine Turniermannschaft gewesen. Und ja, vielleicht überraschen sie uns und vielleicht findet man die richtige Mannschaft, die eben passt in so einer WM. Und bei uns in Argentinien hat man es leider verpasst. Wir haben am Anfang gleich das erste Spiel 0-0 gespielt, was eigentlich bei einer WM immer so ist. Oder zum größten Teil wurde immer 0-0 gespielt oder 1-1. Also die Ergebnisse, die waren also immer ausgeglichen. Und dann hat man natürlich da angefangen, rumzuwirbeln in der Mannschaft. Der eine raus, der andere rein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man dann ruhig bleibt und Vertrauen hat zu der Mannschaft, wo man mit meint, eben Weltmeister zu werden. Und für wen glaubst du denn, reicht es für den Titel? Also wenn du sagst, die deutsche Nationalmannschaft siehst du nicht? Ja, also es gibt sicherlich ein paar Mannschaften, die da oben oder ein paar Nationen, die da oben Weltmeister werden kann. Aber das ist auch immer so ein bisschen formmäßig, dann auch wieder, sage ich einfach mal, verletzungsmäßig, wenn wir, was weiß ich, Brasilien oder Argentinien, das sind also Mannschaften, die man da schon hoch im Kurs hat. Und ja, ich glaube schon, dass die da oben mitmischen werden. So sieht's mal aus. Ich wünsche noch mal einen schönen Tag und herzlichen Wünsche Dank. dir auch einen schönen Tag. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.